Dankeschön an Klausi für seine Rede und für sein tolles Musikstück. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder ein bisschen relaxter bei diesem schwierigen Thema, was wir heute haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt der Philipp Schindler, der wird euch auch was Schönes erzählen. Also, viel Spaß. Servus, grüßt euch zusammen. Wie der Max schon gesagt hat, ich bin der Schindler Philipp, ich komme aus Reichenhall. Bin eigentlich nicht so der große Redner und generell eher ein ruhiger Typ, aber ich bin da so ein bisschen über BGL steht drauf reingerutscht in die ganzen Themen. Bin selber Diplom-Informatiker, selbstständig und habe mich ziemlich intensiv mit Corona und allem drumherum auseinandergesetzt. Und inzwischen muss ich einfach sagen, das, was die Politik macht und das, was Corona ist, das passt aus meiner Sicht einfach nicht ganz zusammen. Und deshalb stehe ich jetzt eben hier, um auch nochmal die Leute abzuholen, die vielleicht nicht so tief in der Materie drin sind, um eigentlich die guten Nachrichten, die ich habe, wirklich mal unter die Leute zu bringen, weil wir eben nicht das super gefährliche Killer-Virus haben. Also das ist kein Thema, Corona, Covid-19, das ist eine gefährliche Erkrankung, für einige Menschen potenziell tödlich, da müssen wir schon echt aufpassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Millionen Deutsche tot umfallen, wenn wir nichts machen. Das stimmt einfach nicht. Und was mir persönlich noch ein ganz wichtiges Anliegen wäre, was ich 2020 ganz schlimm erlebt habe, was ich so in dem Ausmaßen eigentlich bei uns nicht kenne, ist die Spaltung der Gesellschaft. Weil wir haben echt einen Haufen Leute, die haben noch eine tierische Angst vor Corona und vor Covid. Und man muss diese Angst ernst nehmen. Und manchmal ist die Angst auch berechtigt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Haufen Leute, und es werden jeden Tag mehr, die haben eine tierische Angst davor, was passieren könnte, wenn es so weitergeht. Dass man irgendwann nicht mehr in unserer schönen, freiheitlichen, liberalen Demokratie leben, wo jeder mehr oder weniger tun und lassen kann, was er will, solange er anderen nichts Ungutes tut. Also leben und leben lassen, das sind Dinge, die sehe ich inzwischen tatsächlich in Gefahr, wenn es so weitergeht, wenn wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterverfolgen. Und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier stehe, weil, wie gesagt, ich bin ITler, mir geht es wirtschaftlich ganz gut. Ich habe noch zwei Jungs, die sind im Schulalter, für die stehe ich natürlich auch da, weil was an den Schulen passiert, das geht auch auf keine Kuhhaut mehr. Und ich finde, in so einer Diskussion, da geht es schnell mal heiß her. Da ist es einmal wichtig, dass man den anderen auch wertschätzt, seine Ängste ernst nimmt und dann versucht, ihn ein bisschen mit guten Argumenten und Fakten wieder runterzuholen. Und deshalb stehe ich jetzt hier. Also um das mal kurz einzuordnen, SARS-CoV-2 kann Covid-19 auslösen, hat bisher ungefähr 10.000 Deutsche tödlich erwischt, an oder mit, das weiß man nicht so genau, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen an der Stelle. Das ist eine von vielen gefährlichen Krankheiten, die es in Deutschland gibt, die aktiv sind. Auch die Influenza, die echte Grippe, ist gefährlich und kann sehr viele Menschen töten. Auch multiresistente Krankenhauskeime sind sehr gefährlich und töten mehr als 10.000, zum Teil 20.000 Deutsche jedes Jahr. Das hat Corona bisher nicht geschafft und das interessiert keinen. Das sind Dinge, das muss man einfach mal ins Verhältnis setzen. Und weil wir ja auch recht drastische Maßnahmen wieder haben, wollte ich mal ein bisschen versuchen, die Maßnahmen im Verhältnis zu dieser Krankheit, zu diesem Virus zu setzen. Und im März wurde uns ja gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt einen Lockdown, es gibt keine Alternative, er ist, wie es immer so schön heißt, alternativlos. Und da gab es ein paar Gründe dafür und die wollte ich jetzt mal im Einzelnen kurz durchgehen. Also der erste war der, dass Corona unheimlich tödlich ist. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, oder das war die Behauptung von einem Herrn Dr. Drosten, von einem Dr. Ferguson, dass wenn wir nichts unternehmen, 1,5 Millionen oder auch 1,2 Millionen Deutsche sterben könnten. Die sind von der Sterblichkeit von 1,5 bis 3,2% ausgegangen und inzwischen wissen wir aus Dutzenden Studien, von der WHO veröffentlicht, von einem Dr. Ioannidis, der wirklich der meistzitierte Wissenschaftler unseres Jahrtausends ist. Das ist... Also,
Im Vergleich zu dem ist der Drosten auch so einer, muss man mal ganz klar sagen. Und der hat eine Metastudie gemacht, über fast 70 Antikörperstudien, und der ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die Todesrate weltweit ungefähr 0,2-0,3% ist. Und das sind super Nachrichten. Das scheiß Ding ist ein Zehntel, ein Fünfzehntel so gefährlich, wie wir anfangs befürchtet haben. Das ist super. Der zweite Punkt ist, es hieß immer, das Virus ist komplett neu. Das kennt keiner, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Nein, so ist es nicht. Also klar, das ist ein neues Virus, das hat man noch nicht, aber das Virus hat Verwandte. Und diese Verwandten sind schon seit Jahrzehnten, vermutlich seit Jahrhunderten unter uns. Und die meisten unserer Immunsysteme kennen diese Verwandten. Das heißt, das ist nicht ganz so neu und wir haben eine sogenannte Hintergrundimmunität. Fast jeder von uns, so gut wie jeder von uns. Und auch da wissen wir inzwischen aus der Wissenschaft, dass ungefähr die Hälfte aller Infektionen komplett symptomfrei verläuft. Die Leute merken nicht mal, dass sie das Virus haben. Das ist super. Und das hat einen zweiten guten Effekt. Durch diese Hintergrundimmunität und die ganzen Dinge, die da im Hintergrund schon ablaufen, wissen wir inzwischen auch, dass wir nicht 60-70% für die Herdenimmunität brauchen, sondern eher 20-30%. Auch das ist super. Das müssen nicht 60 Millionen von uns durchmachen, sondern 15, 20 Millionen. Ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Aber wir haben eine grobe Hausnummer, die auch entschärft und weniger kritisch ist. Also auch der Punkt ist nicht mehr so dramatisch. Und dann, das ist ein persönliches Anliegen von mir, was mir immer tierisch auf die Nerven geht. Ich bin ein Diplom-Informatiker, da ist ziemlich viel Mathe dabei. Ich weiß, was eine Exponentialfunktion ist. Das braucht mir keiner erzählen. Und ein exponentielles Wachstum in der Biologie hat nichts mit dem Exponentiellen in der Mathematik zu tun. Bei der Mathematik schießt es in die Unendlichkeit bis auf Billionen deutschen Corona-Arten. So funktioniert das nicht in der Biologie. Und da gibt es eine nette Sache, das nennt sich Sättigungsgrenze. Das heißt, wir haben eigentlich bei jeder Erkältungswelle, egal ob das eine Grippe ist oder einfach ein Rhinovirus, haben wir erstmal am Anfang der Welle ein exponentielles Wachstum. Das ist erstmal ganz normal und kein Grund zur Sorge. Und irgendwann kommt in Regionen diese Sättigungsgrenze, die einsetzt, zum Beispiel im Freundeskreis oder auch jetzt im Berchtesgadener Land. Und dann nimmt die Infektion automatisch diese Welle an Schwung ab und geht ins Lineare über, stagniert, und irgendwann sinken die Fallzahlen ganz von selbst, so wie bei jeder Grippewelle, früher auch. Jetzt ist natürlich eine große Frage, wann passiert denn das? Das weiß auch keiner so genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal zu unseren Nachbarn in die Schweiz schaue, die haben ziemlich hohe Zahlen, die sehen furchterregend aus für ein kleines Land, das ein Zehntel von unseren Einwohnern hat, aber man sieht, dieses exponentielle Wachstum ist ohne drastische Maßnahmen gebrochen und in ein lineares übergegangen. Die Hospitalisierungen nehmen nicht mehr stark zu, die sind schon fast an diesem Sättigungspunkt in den meisten Kantonen. Und das ist super, die haben keinen Shutdown, die haben keine geschlossenen Schulen, die haben keine Maskenpflicht im Freien und die haben meines Wissens in den meisten Kantonen aktuell eine Kontaktbeschränkung auf 15 Personen. Da kann man einfach noch normal miteinander leben, ein bisschen aufpassen und dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Danke. Und dann noch der letzte Punkt, den ich als Lockdown-Begründung immer und immer wieder gehört habe, der aus meiner Sicht auch wirklich der schlagendste Punkt ist, wo ich mir auch gedacht habe im März, okay, das macht Sinn, da bin ich dabei. Da geht es um die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems, also flatten the curve. Unser Gesundheitssystem im Frühling hat was zum Tun gehabt, wie jeden Frühling. Aber eigentlich, wenn man sich das Intensivregister anschaut, da gibt es die Divi-Seite, die ist recht interessant, da war weniger los, als eigentlich im Frühling übrig ist, weil wir alle Leute heimgeschickt haben. OPs, die man aufschieben kann, Krebskranke, bleibt daheim, leidet, ist uns wurscht, wir machen jetzt nur noch Corona. Und deshalb waren die Krankenhäuser relativ leer und viele haben auch ziemlich früh dann Kurzarbeit angemeldet. Hätte natürlich sein können, dass es da Überlastung gibt, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt muss man aber sagen, das war im Frühling, da haben wir es vielleicht nicht genau gewusst, okay, jeder haut mal daneben, kann mal passieren. Jetzt ist Herbst, im Sommer stellt sich noch unser Gesundheitsminister hin und sagt, mit dem Wissen von heute, ja, da hätte es eigentlich den Lockdown so nicht gebraucht. Und wo stehen wir jetzt, was ist jetzt? Die Schulen hatten zu,
Die Gastronomen haben zu, wir schmeißen unsere Touristen raus. Schön ist das nicht. Und auch hier mit den aktuellen Zahlen, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber wir müssen uns mal vergegenwärtigen. Wir haben in Deutschland echt, wir jammern auf hohem Niveau, wir haben ein super Gesundheitssystem, wir haben fast 30.000 Betten auf den Intensivstationen und davon sind auch Stand heute noch über 7.000 frei. Und das ist eigentlich in einem Bereich, der im November normal ist. Also klar, wir haben nach offiziellen Zahlen fast 3.000 Covid-Patienten, aber wie viele von denen tatsächlich Covid haben, ich habe keine Ahnung, ich konnte es bisher nicht rausfinden. Transparenz sieht anders aus. Und dann höre ich es wieder, Bilder aus Bergamo. Um Gottes Willen, bitte keine Bilder aus Bergamo. Natürlich will die hier keiner. Aber in Italien, im ganzen Land Italien mit 60 Millionen Einwohnern, das ist 3/4 von dem, was wir haben, haben die weniger Intensivbetten insgesamt, als bei uns heute noch frei sind. Und da passen die Maßnahmen nicht. Wir hätten sogar noch 12.000 Betten in Reserve. Also das ist, es geht nicht um die Überlastung des Gesundheitssystems. Die ist noch nicht mal am Horizont in Sichtweite. Der Lockdown ist heute, Stand heute, überflüssig. Man kann es nicht anders sagen. Und auch da, das ist einfach eine Sache, der Lockdown ist meines Erachtens heute im November noch nicht zu rechtfertigen. Vielleicht wäre es später irgendwann mal, ich glaube es nicht. Aber wir probieren es ja auch gar nicht. Also wir gehen nicht mal in die Nähe, wo es ungut werden könnte. Und auch da will ich nochmal an die WHO erinnern. Ich meine, das ist die Weltgesundheitsorganisation. Es hieß immer, wir halten uns an die WHO, an das RKI. Und die Politiker machen das nicht. Die scheißen auf diese Empfehlungen. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Die WHO hat kürzlich empfohlen, dass ein Lockdown das allerletzte Mittel in der Pandemiebekämpfung sein sollte, wenn nichts anderes mehr hilft und wenn wirklich, ich sag's mal auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen ist. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Und war es auch nicht. Ich schaue gerade, dass ich noch ein bisschen kürze, weil wir sind in der Zeit nicht so gut dabei. Auf einen letzten Punkt wollte ich vielleicht noch eingehen. Das sind die Spätfolgen, weil das ist auch ein Punkt, da haben wir gedacht, also das müssten wir uns schon genauer anschauen, weil das kann natürlich ziemlich ungut sein. Nicht, dass wir jetzt am Ende in einem Jahr alle lungenkrank sind, man weiß es ja nicht. Aber glücklicherweise gibt es auch da tüchtige Wissenschaftler und Ärzte, die schon viel herausgefunden haben. Und nach den aktuellen Erkenntnissen, die natürlich immer ein bisschen leben und sich ein bisschen verändern, sind wir jetzt in einem Bereich, dass ungefähr 10-20% aller nicht Infizierten, sondern aller Menschen, die tatsächlich Covid-19 entwickeln, was ja eh schon ein eher kleinerer Teil ist, von denen haben ungefähr 10-15% Langzeitfolgen. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber wenn man sich da mal genauer anschaut, was die Langzeitfolgen eigentlich sind, dann geht das wieder. Also ich habe selber mal 2008 die echte Influenza gehabt mit einem relativ schweren Verlauf. Also ich habe zwar nicht ins Krankenhaus müssen, aber ich bin ein paar Tage flachgelegen, wirklich 39 Fieber, ich habe geschrieben. Danach war ich noch eine Woche richtig dreckig beieinander, wie bei einer starken Erkältung, bei einem starken grippalen Infekt. Und bis ich aber wieder Sport gemacht habe, das hat 2 Monate gedauert. Also die ersten Tage danach, also so nach 2 Wochen nach der Infektion, da war ich froh, wenn ich 2-3 Stunden am PC geschafft habe. Und das sind Langzeitfolgen. Auch das sind die gängigen Langzeitfolgen. Das nennt man Erschöpfungssyndrom. Und von diesen 10-20% haben die meisten eigentlich das. Und das hört in der Regel auch nach wenigen Wochen bis wenigen Monaten wieder auf. Also klar, das will keiner haben, aber auch das geht vorbei. Die Daten waren jetzt aus einer Studie aus England. Dann gibt es noch eine kleine aus Innsbruck, die finde ich auch noch wichtig, weil das sollte man nicht verschweigen. Es hieß ja, es gibt viele, die dann vernarbtes Lungengewebe haben und die Bläschen sind kaputt und die Leistungssportler können nie wieder sporteln. Und da hieß es auch, das ist irreversibel. Das fand ich ganz interessant, dass man das gleich nach 2 Wochen wusste, dass das nicht mehr heilt. Das ist eine steile These, kann natürlich stimmen, aber inzwischen kann ich sagen, eher nicht. 3 Monate später haben sie festgestellt, dass bei den meisten von denen, also von diesen Betroffenen, die da schwerere Schäden hatten, die Lungenfunktion bereits wieder nahe Richtung 100% ist. Sprich, die meisten von denen können schon wieder mit dem Leistungssport anfangen. Und auch das sind super Nachrichten. Und dann hätte ich jetzt nur den allerletzten Punkt, die unseligen PCR-Tests oder was das eigentlich bedeutet.
Also grundsätzlich zur PCR-Test. Sucht nach einem Schnipsel, das Virus-RNA sein könnte, dürfte, sollte. Das kommt auf den Test drauf an, die sind nämlich leider nicht genormt. Und dann schaut man mit dem Mikroskop mit der Vervielfachung so tief rein, bis man den findet. Und das ist halt eben nicht genormt, da gibt es Dutzende verschiedene. Manche davon sind wirklich sehr genau und manche sind scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Und auch da haben wir leider keine Transparenz. Wir haben keine Ahnung, welches Labor welche verwendet, wie gut die sind, wie genau die sind. Und da müsst ihr euch nur mal bewusst machen, wir haben jetzt aktuell, ich glaube, heute waren es 22.000 neue Fälle, wurden gemeldet. Spricht man immer von Fällen, das sind diese positiven Tests. Und das heißt aber noch lange nicht, dass diese Personen krank sind. Wie viele davon krank sind, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht, weil es nicht Transparenz gemacht wird. Aber was man so weit sieht, scheint eher weniger als die Hälfte zu sein. Aber das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil wir es eben nicht genau wissen. Und da darf ich auch nochmal erinnern, nur weil man krank wird, heißt das noch nicht, dass es schlimm ist. Weil die meisten, die allermeisten, die krank werden, 80%, 90%, 95%, die haben einfach bloß einen grippalen Infekt, Viren, Schnupfen oder Erkältung, oft nicht mal Fieber. Und dann bleiben noch die 1, 2, 3% schwereren Fälle übrig. Das ist natürlich kein Spaß, da muss man aufpassen. Und auch das sind natürlich meistens Menschen, die schon sehr alt oder sehr immungeschwächt sind. Und die müssen wir natürlich schützen, das ist ganz klar. Alles andere hätte jetzt rauskürzt, weil wir zeitlich eh schon recht knapp dran sind. Von dem her danke, dass ihr alle kommen seid. Auch danke nochmal an die Polizisten, da wollte ich eigentlich ein bisschen mehr erzählen. Aber das hat der Max ja schon gemacht. Super, dass ihr so gut aufpasst und